Jetzt passt. So, Polo GTI, der ganz neue Volkswagen am Steuer, der Stritzelstock. Wir sind in Valencia. Hallo, servus. Auf der Rennstrecke, wo auch die Formel 1 und die DTM fährt, gell? Richtig, und MotoGP nicht zu vergessen. Ja, die Motorradfahrer heizen ja auch rum. Ja, genau. Ja, gleich geht's los in engen Kurven. Da sehen wir gleich der neue GTI. Nicht nur Leistung, auch mit dem neuen Performance-Fahrwerk, das nochmal straffer ist, wo die Dämpfer auch geregelt sind. Auch ein kürzerer Gaspedalweg, schärfere Lenkungskennung. Merkt man gleich, das Auto liegt gut. Keine großen Aufbauschwankungen. Und was das Tolle ist, obwohl es ja ein Fronttriebler ist, mit dem neuen XDS Plus merkt man das nicht. Gell? Man kann wirklich flott in die Kurve reinfahren, Gas geben und der fährt rum wie ein heckgetriebenes Fahrzeug. Schon wirklich saucool. XDS Plus, muss man ganz kurz den Zuschauern sagen, ist ein elektronisches Sperrdifferential. Ja, gepaart mit einem G-Sensor im Fahrzeug, in der Fahrzeugmitte, der dann entsprechend eingreift, einen Bremseneingriff macht auf das jeweilige kurvenäußere Rad, um damit wieder Stabilität herzustellen. Man merkt ja hier auch in diesen S-Kurven, das Auto kann man toll umsetzen. Unheimlich zielgenau mit der Lenkung. Und dann auch, was ich super finde, ein 1,8 Liter Turbomotor, der so ein tolles Ansprechverhalten hat. Dank einer neuen elektrischen Wastegate-Regelung wird das Abblasventil geregelt, dass du eigentlich relativ zügig über das volle Drehmoment verfügen kannst. Von, ich sage und schreibe, 350 Newtonmeter. Natürlich satt, gell? Da hat man schon richtig Leistung. Ja. Vor allem, ich glaube, der Polo GTI, der wird so um die 1150, 1200 Kilo wiegen leer, da würde ich mal sagen. Mit uns zwar jetzt ein bisschen mehr, aber... Richtig, aber was ich toll finde, normalerweise werden ja neue Autos immer schwerer. Und hier hat man jetzt Folgendes gemacht, man hat trotz eines neuen Fahrzeugs es erreicht, nur 9 Kilogramm schwerer zu werden im Vergleich zum Vorgängermodell. Das finde ich sehr beachtlich, denn wir wissen ja alle, Gewicht geht in die Fahrdynamik ein. Gehst du bergauf mit oder ohne Rucksack, ist ein großer Unterschied. Das ist richtig, ja. Und man muss ja dazu sagen, der Vorgänger Polo GTI hatte ja nur einen 1,4 Liter Motor. Sehr, das heißt, da hast du natürlich auch ein bisschen weniger Material. Ja. Ja, ich bin ja selbst vorhin auch schon gefahren. Das Auto hat wirklich ein sehr, sehr gutes Handling. Er fühlt sich irrsinnig gut an. Hat ein wahnsinnig gutes Einlenkverhalten auch durch eben diese elektromechanische Lenkung. Und macht einfach Laune. Ja, das macht Bock. Wenn auch ein Auto dahin fährt, wo man hinfahren will. Ja. Und ist ja mit einem Einstiegspreis von rund 22.000 Euro auch durchaus in einem leistbaren Segment unterwegs. Für die Schaltfreaks, es gibt ihn ja auch mit einer ganz klassischen Sechsgangschaltung neben dem Doppelkupplungsgetriebe, das wir jetzt gerade fahren. Genau. Ich hätte wieder gelbe Karten gekriegt. Die kriege ich sicher auch, ja. Aber im Feierabendverkehr darf man das. Genau. Da ist es auch für den Beifahrer durchaus angenehm, nicht nur neben einem bekannten Rennfahrer zu sitzen, sondern auch in dem Auto. Sitze sind gut, haben einen schönen Seitenhalt, sind übrigens mit dem wunderbaren Karo-Bezug versehen, den wir aus dem Ur-GTI ja noch kennen, gell? Ja, das ist wirklich toll gemacht, gell? Und vor allen Dingen, für mich ist immer eines eine goldene Regel, wer gut sitzt, fährt besser. Und hier sitzt man ganz gut, hat einen tollen Seitenhalt. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und wirklich auch die Performance des Autos spüren zu können. Über den berühmten Popometer spürt man ja, was das Auto macht. Und das ist im guten Sitz natürlich eine wesentlich angenehmere Geschichte. Dann sage ich danke. Stritzelstock. Immer gern geschehen. Ich wünsche viel Spaß beim Zugucken. So, und ich sage auch ciao und bis zum nächsten Mal.